Liebe Gäste von Holcim Deutschland, die habe ich jetzt persönlich noch nicht kennengelernt, aber sie sollen hier sein. Liebe Ilka und Andreas Rubi, Kuratoren der Ausstellung und dieses Programms. Liebe Gäste, herzlich willkommen zum zweiten von insgesamt drei Projektgesprächen, die parallel zur Ausstellung machen, hier am ANCB stattfinden. Die Teilnehmer der Gesprächsrunde heute: Anna Heringer und Martin Rauch, Frank Barko und Mike Schleich möchte ich an dieser Stelle auch recht herzlich begrüßen. Ilka und Andreas stellen euch gleich noch etwas ausführlicher vor. Die Vielfalt, Möglichkeiten und Grenzen des technischen gestalterischen Einsatzes von Materialien stehen heute auf der Agenda und wir freuen uns, dass wir dieses Thema auf unserer Plattform diskutieren können. Materialität, Funktion in Verbindung zu Gestalt ist zunehmend ein zentraler Punkt in der Diskussion. Nachdem wir in den vergangenen Jahren die Parameter nachhaltigen Plans festgelegt haben und wissen, dass technisch bereits viel mehr möglich oder weniger nötig ist, als das wir derzeit zur Anwendung bringen. Dieses Spannungsfeld zwischen Verhalten und Technologie ist im weitesten Sinne das Forschungsfeld des EDES Network Campus. Hier wollen wir zusammen mit der Öffentlichkeit und den Experten aus den verschiedenen Disziplinen, die technisch wie gesellschaftlichen am Prozess des Machens von Stadt beteiligt sind, die anstehenden Fragen neu konfigurieren und unter den Beteiligten Synergien herstellen. Umso mehr sind wir gespannt auf die Beiträge des heutigen Abends und umso mehr bedanken wir uns, dass Holcim uns diese Auseinandersetzung ermöglicht. Weiter moderieren Ilka und Andreas durchs Programm und ich übergebe an Ilka. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Hans-Jürgen. Vielen Dank an euch, dass wir hier sein können. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, lieber Edi Schwarz, im Namen meines Partners Andreas Rubi und mir darf ich Sie nun auch ganz recht herzlich zum zweiten Projektgespräch begrüßen, das im Zusammenhang mit der Ausstellung Machen hier im EDES Network Campus stattfindet. Die Ausstellung, die nebenan in der Galerie noch weitere zwei Wochen zu sehen ist, präsentiert die deutschen Gewinner der Holcim Awards for Sustainable Construction. Die Holcim Awards werden seit 2004 alle drei Jahre in einem internationalen Wettbewerb vergeben. Und dieses Mal waren auffallend viele Projekte mit deutscher Beteiligung unter den Preisträgern. Nämlich es waren insgesamt sechs Projekte und fünf davon stammen aus Berliner Büros. Und das war für uns der Anlass, die sechs Projekte in einer Ausstellung, in einer Publikation näher zu beleuchten und auch die in drei Veranstaltungen, die parallel stattfinden, zu der Ausstellung die Autoren selber zu Wort kommen zu lassen. Und in jeder Veranstaltung werden zwei Preisträger ihre Projekte vorstellen und dabei nicht nur über den Wettbewerbsstand berichten, sondern auch über die Weiterentwicklung der Projekte. Denn, und das ist auch eine Besonderheit dieses Preises, der Preis zeichnet Projekte aus, die noch nicht realisiert sind, sondern die kurz vor der Realisierung stehen. Und nachdem wir vor drei Wochen zur Ausstellungseröffnung Matthias Sauerbruch von Sauerbruch hatten und Tim Edler von Realities United hier gehört haben, haben wir heute Anna Heringer und Martin Rauch vom Team Heringer, Rauch, Nägele, Weibel, Natschi und Frank Barko von Barko Leibinger zusammen mit Mike Schleich von der TU Berlin eingeladen. Und es wird zwei Projektvorstellungen geben, im Anschluss gibt es ein Gespräch. Bitten wir die Autoren dann noch auf die Bühne zum gemeinsamen Gespräch und danach lade ich Sie alle recht herzlich noch ein, mit uns noch mal rüber in die Ausstellung zu gehen, da wird es ein Buffet geben und dann kann man sich die Projekte auch noch mal im Detail ansehen. Und bevor wir jetzt mit den Vorträgen beginnen, möchte ich mich noch ganz herzlich bei der Holcim Foundation for Sustainable Construction bedanken, die die Ausstellung und die Veranstaltungen möglich gemacht hat. Und wir freuen uns, dass Edward Schwarz, der General Manager der Holcim Foundation, heute hier ist und ein paar kurze Worte zur Begrüßung auch sagen wird. Guten Abend, meine Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Ilka hat es gesagt, ich sage kurz etwas. Sie hat auch dafür gesorgt, dass es kurz sein wird, indem sie ja weiß, was ich eigentlich gesagt hätte, was ich vor 3 Wochen gesagt habe und das schon vorweggenommen hat. Also wird es wirklich sehr schön kurz. Das ist super. Also im Prinzip geht es mir einfach darum, Ihnen einen kleinen Überblick zu geben, was das Ganze, was wir hier heute machen, mit dieser Foundation zu tun hat und wie das so, was das auch auf sich hat, dass wir das hier in Berlin machen. Wenn Sie diese Ausstellung nebenan anschauen, dann kommen Ihnen Lehmbauten in Afrika, werden Sie sehen, Bambuskonstruktion in Pakistan, das Flussbad hier in Berlin, ein Schulungszentrum in Marokko, ein Baukonzept in Hamburg, Holzbauten in Finnland. Also völlig verschiedene Sachen kommen hier zusammen, aber doch verbindet die etwas. Einerseits sind die alle entworfen worden von deutschen Architekten und Ingenieuren. Und es handelt sich ganz generell eben um Projekte, die nachhaltige Lösungen zeigen. Für höchst unterschiedliche Herausforderungen auf jeden Fall, die sich in ihrem jeweiligen Kontext so stellen, seien diese wirtschaftlicher, technischer, kultureller oder auch klimatischer Natur. Gemeinsam ist ihnen auf jeden Fall, und das werden Sie heute Abend sicher auch noch hören und sehen, dass sie individuelle und eigenständige Wege abseits ausgetretener Pfade weisen. In der Ankündigung für diesen Anlass heißt es ja dann auch, Nachhaltigkeit ist eine große Unbekannte, die stets aufs Neue erforscht werden will, ein Lernprozess. Und ich denke, dieser Lernprozess wird sehr gut veranschaulicht in der Ausstellung und ich hoffe natürlich auch, dass das heute in der Diskussion dann wieder bestens zum Ausdruck gebracht wird. Dann die andere Verbindung zwischen diesen Projekten und was eigentlich der Hintergrund dieser Veranstaltung ist, dass die eben alles Gewinnerprojekte aus einem Wettbewerb sind, aus einem zweiteiligen Wettbewerb. Ich gehe da nicht in die Details ein, das gab eine regionale Ausscheidung und dann eine globale. Und gleich in 3 von 5 Regionen der Welt gingen die Goldpreise, die besten Preise, an deutsche Fachleute, eigentlich ganz genau an Architekten aus Berlin. Und auch auf globaler Stufe geht das im selben Stil weiter. Das zeigt irgendwie auf eine Art auch, dass der auch sonst bekannte Staat Deutschland für Exporte beim Verbreiten von Ideen rund um nachhaltiges Bauen auch zu den konkurrenzfähigsten Ländern gehört. Und man könnte noch eine Stufe weitergehen und sagen, dass Berlin sozusagen die globale Hauptstadt der nachhaltigen Architektur ist, wenn man schaut, was hier alles produziert worden ist. Das ist eben der Grund, weshalb diese Veranstaltungsreihe, die Ausstellung überhaupt stattfinden und natürlich auch hier in Berlin stattfinden. Die Holcim Foundation, die will indem wir das ermöglicht haben, dazu beitragen, die grenzüberschreitende Multiplikation innovativer Ideen und Projekte zu fördern. Denn da sind wir uns sicher einig, die gebaute Umwelt hat einen riesigen Einfluss auf die Art, wie wir heute und in Zukunft sowieso leben, arbeiten, wohnen, lernen, genießen werden. Und es gibt kaum einen Aspekt der Gesellschaft, der nicht irgendwie mit Bauen und Bauten zu tun hat. Der Baubereich bietet so eigentlich einen gewichtigen Hebel, um Weichen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen und steht deshalb auch ganz besonders in der Pflicht gegenüber der Gesellschaft. Und um dieser Pflicht gerecht zu werden, hat der Schweizer Holcim-Konzern schon 2003 eben diese Foundation for Sustainable Construction ins Leben gerufen, um unabhängig vom Konzern, also unabhängig außer natürlich, was die Finanzen anbelangt, sich dafür einzusetzen, dass nachhaltiges Bauen den Stellenwert kriegt, den er eigentlich verdient. Es geht in diesem Wettbewerb und mit allen Aktivitäten der Holcim Foundation nicht etwa um Baustoffe in erster Linie, das sieht man auch, wenn man die Projekte hier drüben anschaut, sondern ich denke, dass angesichts der großen Herausforderungen, mit denen wir uns heute generell konfrontiert sehen, im Bau alle Konzepte, Techniken, Verfahren, Materialien, die in Anführungszeichen richtigen sind,
die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Im Bewusstsein natürlich, dass es für jede architektonische Aufgabe sowohl verschiedene gute Antworten gibt, als auch unterschiedlich geeignete Materialien dafür. Die Auswahl dieser Projekte geschieht nicht irgendwie zufällig. Diese Wettbewerbe haben Jurys, die sind zusammengesetzt aus unabhängigen Experten, da ist nicht jemand von Holcim eigentlich groß dabei. Die Jury zum Beispiel für Europa wurde von Jürgen Meyer-Haar geleitet und in der globalen Jury waren Leute dabei wie Maria Botta, Raul Merotra, Enrique Norton, Werner Sobeck, aber auch von der anderen Seite Leute wie die Präsidentin von WWF International oder die Direktorin von IUCN, damit das eben einen Gesamtüberblick gibt und nicht nur aufs Bauliche beschränkt bleibt, sondern dass die Beurteilung nicht nur auf technische Aspekte beschränkt bleibt, sondern ebenso soziale Aspekte, wirtschaftliche Aspekte und andere Aspekte, die als Ganzes dann die Nachhaltigkeit ausmachen, dass die mit berücksichtigt werden. Als Ausblick vielleicht zum Abschluss: Im nächsten Sommer öffnet dieser Wettbewerb wieder, dieser Wettbewerb in 5 Regionen der Welt. Es geht wiederum um Preisgeld von 2 Millionen Dollar übers Ganze, über diesen 3-Jahres-Zyklus. Und vorher, im April im nächsten Jahr, findet noch das vierte internationale Holcim Forum statt, diesmal in Mumbai und zum Thema Economy of Sustainable Construction. Wer mehr wissen möchte über die Foundation, über diese Aktivitäten, über den Wettbewerb, über das Forum, schauen Sie nach auf holcimfoundation.org. Sie können sich dort auch eintragen, dann kriegen Sie alle Informationen immer zugestellt und verpassen sicher weder den Wettbewerb noch die Anmeldefrist für das Forum selber. Damit wieder zurück hier auf dem Boden des Pfefferbergs. Ich übergebe das Mikrofon wieder Ilka und Andreas Rubi. Sie haben, wie Sie vorhin gehört haben, sowohl die Ausstellung gemacht als auch diese Veranstaltungsreihe. Ich danke euch ganz herzlich nochmals dafür und auch eurem Team, das da mitarbeitet. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich mich natürlich auch beim Hans-Jürgen Kommerell bedanken für das Gastrecht hier auf dem Pfefferberg und allen, die hier sind, für ihr Interesse, für ihr Erscheinen. Und mit dem wünsche ich uns allen einen anregenden Abend und gratuliere den Gewinnern natürlich, von denen wir jetzt weiter noch etwas hören werden, nochmals zu ihren Preisen. Wünschen einen schönen Abend. Danke. Ja, der Titel der Veranstaltung heute lautet Heizen mit Beton, Kühlen mit Lehm, wie man Materialien in ihrer ganzen Bandbreite nutzen kann. Und als erstes werden uns Frank Barko und Mike Schleich das Smart Material House, das sie für die IBA Hamburg entwickelt haben, vorstellen. Den 1:1 Prototypen haben Sie vielleicht schon beim Ankommen gesehen, der steht vor der Galerie. Barko Leibinger, Architekten. Das ist ein deutsch-amerikanisches Büro, das hier in Berlin sehr bekannt sein wird, denn Sie sind hier in Berlin. Und es wurde von dem Amerikaner Frank Barko gemeinsam mit der deutschen Regine Leibinger 1993 gegründet. Und interessant an diesem Büro ist, dass es eine Vielzahl von Gebäuden für einen Bauherrn realisieren konnte, nämlich das Industrieunternehmen Trumpf, einem Unternehmen der Fertigungs-, Laser- und Medizintechnik. Und diese langjährige Zusammenarbeit mit einem Unternehmen hat Barko Leibinger zum einen die Möglichkeit gegeben, ganz verschiedene Bauaufgaben für dieses eine Unternehmen zu entwickeln. Zum anderen hat sich diese permanente Auseinandersetzung mit den Produktionsprozessen eines Industrieunternehmens, aber auch auf ihr Verständnis von Architektur ausgewirkt. Denn die Arbeit des Büros ist gekennzeichnet durch ein forschendes Interesse an der Weiterentwicklung des Bauens, am Erforschen neuer Herstellungs- und Konstruktionsverfahren, neuer Materialien. Barko Leibinger wollen den Katalog existierender Material- und Konstruktionsmöglichkeiten nicht einfach nur übernehmen, sondern sind immer auf der Suche nach Alternativen, wie man Material anders und intelligenter einsetzen kann. Und deswegen war die Aufgabe, die im Rahmen
war die Aufgabe, im Rahmen der IBA Hamburg ein Smart Material House zu entwerfen, wie geschaffen für das Büro. Und Sie haben bei diesem Projekt zusammengearbeitet mit dem Ingenieur Mike Schleich, der seit 2004 Professor am Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren Massivbau an der TU Berlin ist und zu dessen Forschungsschwerpunkten unter anderem auch Betonschalen und infraleichter Beton gehören, der bei dem Projekt eine tragende Rolle spielt. Infraleichter Beton ist insofern sehr interessant, als dass er eine Konstruktionsweise ermöglicht, die das moderne Bauen immer versucht hat zu überwinden, nämlich den Massivbau. Und auch im Zuge der Diskussion um Nachhaltigkeit gab es ja bisher das Bestreben, Material möglichst sparsam einzusetzen, Gebäude immer leichter und filigraner zu machen. Und durch infraleichten Beton ergeben sich nun wieder ganz neue Perspektiven, nicht nur was die Ausdrucksformen von Architektur betrifft, sondern eben auch für die Nachhaltigkeit von Gebäuden. Weshalb das Projekt in den Holcim Awards ja auch mit einem Regional Acknowledgement Prize und dem Global Holcim Innovation Second Prize ausgezeichnet wurde. Und ich bitte jetzt die Vortragenden, hierher zu kommen.